Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Zero 5 und dem Beagle. Ich glaube, wir sind im Finale angekommen. Wir haben von Ren und von Miu die Enden, glaube ich, gesehen. Auch wenn ich das bei Ren immer noch anzweifle, wenn ich ehrlich bin, aber sei es drum. Wir haben von Ren aber jetzt nur ein Ende gesehen und ich habe überlegt, dass er potenziell sogar vier haben könnte. Ich habe es nicht nachgeguckt, Leute. Ich werde das erst nachdem ich hier fertig bin nachgucken. Ich möchte das Erlebnis jetzt so ungefiltert wie möglich haben und eben alles beruhend auf meinen Entscheidungen. Ich reime mir das jetzt gerade nur zusammen, dass ich vermutlich bei ihm vier Enden haben konnte. Aber wie gesagt, ich hätte vermutlich mit der Kleinen auch in die Box gehen können. Also hätte das andersrum bei der Braut auch so sein können, vermute ich. Ich weiß nur nicht, ob das so gekommen wäre. Bei der Braut, die nicht zu besiegen ist im Moment. Mit Miu, keine Ahnung, ob das Ende immer so abgelaufen wäre. Und ich, dann wäre ihre Geschichte, ehrlich gesagt, die überflüssigste Geschichte hier drin gewesen. Und was mit Yuri jetzt ist, finden wir raus. Ich war mir nicht ganz sicher, wann ich gehen sollte, aber es hat sich mir offenbart. Irgendwann musste ich diesen Weg einschlagen. Jede zukünftige Stütze muss den Zeitpunkt selbst wählen, um ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Ich werde eine Stütze sein. Ich werde mich in den Sarg legen. In unendlicher Einsamkeit werde ich weiterhin die Schmerzen aus den Visionen in mich aufnehmen. Ich werde zur Untoten zu einer unsterblichen Blume. Ich werde für alle Ewigkeit durch das schwarze Wasser fallen. Dies ist meine Pflicht. Alle Tode, alle Geheimnisse. Aber wer würde Geheimnisse einer Priesterin in sich aufnehmen? Meine Geheimnisse. Oh, wer würde meine Geheimnisse... Kann ich die Priesterin berühren und ihre Geheimnisse in mich aufnehmen? Sollte ich das machen? Geht das? Und wenn ja, ist das eine beschissene Idee? Aber es klingt, als könnte ich sie damit vielleicht erlösen. Okay. Witzig, wie einfach so eine Mini-Information jetzt, was bei mir im Kopf klick, klack, klick gemacht hat. Und ich denke mir so, geht das vielleicht? Ist das eine... Sie treibt von alleine voran, ob ich jetzt laufe oder nicht. Der Ort sieht sehr nach Endkampf aus, wenn ich ehrlich bin. Sieht aber cool aus. Ich falle, stürze hinab. Okay. Bald werde ich mich auflösen, endgültig verschwinden. Nicht, ob ich das jetzt sehen möchte, wenn ich ehrlich bin. I don't know. Ich mache mal den Timer aus, weil ich glaube, dass der Timer hier jetzt überflüssig ist. Mir gefällt das Spiel bis jetzt außerordentlich viel besser als Project Zero 4. Ich bin schon gespannt, weil wie gesagt, ich habe die ersten drei nur als Let's Play gesehen, obwohl ich sie hier hatte. Ich habe mich nie getraut zu spielen. Ich kaufe mir Dinge, die ich dann nie angerührt habe, so wirklich. Bin ich auf das Erlebnis trotz allem auch sehr gespannt. Irgendwie mag ich Yuri mittlerweile. Auch mit ihrem Outfit und so. Sie ist niedlich. You've made it here. To the Shadow Spring. Mm-hmm. There's no need to be scared. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Join me in the Black Water. Mm-hmm. Hurry, while I last. Alter, wie sieht die denn jetzt aus? Ach du Scheiße, ne. Hat die etwa mehrere Formen? Da bin ich unter Wasser? Das fühlt sich so an, als wäre ich unter Wasser. Ist das ein Plan? Ich habe das Gefühl, dass Unterwasser scheiße ist. Kann das sein? Ich habe unter Wasser nicht so ein geiles Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Scheiße. Oh Gott. Okay. Ich nehme mich
etwa auch an? Mädchen, was ist falsch mit dir? Auch du möchtest Ariel die Meerjungfrau, bist mehr Ursula, ne? Du bist mehr Ursula. Alter, was machst du da? Weiß nicht, soll ich den 90er-Film auspacken? Ich pack mal ein bisschen 90er-Film aus. Wie viel Schaden macht der denn potenziell der 90er-Film? Alter, die ist ja unberechenbar. Oh, der macht theoretisch. Theoretisch macht der, wenn ich einen guten Shot machen kann. Was machst du da, Mädchen? Immer eine, die ich nicht erwische. Komm, verpiss dich. Kommst du jetzt auf mich zu? Jetzt aber, ne? Kommst du jetzt auf mich zu? Oh Gott, nein, ich hab's übersehen. Das hat nicht geklappt. Ich glaube nicht, dass das die Form ist, die ich brauche, wenn ich ehrlich bin. Okay, auch mal weg, bitte. Ich glaube nicht, dass das die Form ist, die ich brauche. Ich glaube, ich brauche ihre andere Form, oder? Warum sollte ich nämlich diese Form nehmen? Das ist halt so die Frage. Ich mache halt gefühlt kaum Punkte, wenn ich ehrlich bin. Obwohl ich Fatal Frames mache, mache ich gefühlt kaum Punkte. Sie sammelt wieder ihre Schnitzen. Jetzt einfach mal ab, was passiert. Ich will die nicht berühren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die berühren, die falsche ist. Ich habe das Gefühl, guck mal, wie lange die da jetzt ist. Ich habe das Gefühl, ich könnte die jetzt berühren, wenn ich den wollte. Aha! Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Was? Oh Gott! Ein bisschen anstrengender zu machen, ne? Wenn das ist. Alter, wie arschig ist die denn? Ehrenrunde.
shit, 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 shit. Beine. Ich würde gerne wieder zu deiner noch anderen Dings wechseln. Ich werde gleich auch nicht mehr den Dings für mich. Ich werde jetzt so den hier nehmen. Alter, sie macht so Delfin. Oh Gott. So Delfin-Ausweichbewegung macht sie. Das ist ein bisschen nervig. Sie wollte auch unbedingt alle miteinander. Können wir jetzt wieder zurückwechseln? Das wäre voll nice, wenn ich ehrlich bin. Wechseln wir zurück? Ich weiß nicht, ich hätte sie bestimmt berühren können. Ich weiß nur einfach nicht wie. Die da will ich nicht berühren. Irgendwas ist an der Scheiße. Was macht sie jetzt? Was macht sie denn jetzt? Okay. Okay. Ich weiß einfach nicht, was sie macht, wenn ich ehrlich bin. Jetzt zu mir oder nicht? Ja, sie kommt zu mir. Smash ist noch ärgerlich. Sammelst du jetzt deine Göhren wieder um dich? Ach, sehr ärgerlich alles, das Ganze hier. Oh Gott. So, die Göhren sind weg. Was greift mich denn da von der Seite an? Was ist mit ihr? Was ist mit ihr? Was ist mit ihr falsch? Wechsel doch wieder zurück. Ich glaub dir nicht, Mädchen, ich glaub dir nicht. Ach, komm, ich glaube. Ich will wissen, was mit dir ist. Ah, warum ging das denn gerade nicht mit dem Berühren? Ich verstehe das nicht. Das sah voll aus, als könnte ich sie berühren, weil sie auch dieses Blubber, Blub, 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 Blub gemacht hat. Und wenn jetzt greift sie mich an, das kann gut sein. 61er Film. Was ist denn jetzt ihr Problem? Ah, sie sammelt. Ich mach die mal alle weg. Oh Gott. Sie hat aber noch genug Scheißgöhren um sich. Sag mal, was ist mit dir? Greifst du gar nicht mehr an? Ich meine, bald hat sie keine Priesterin mehr, wenn das so weitergeht. Aber greift sie jetzt an oder nicht? Hi? Hab ich's jetzt? Nein. Offensichtlich noch lange nicht. Ich glaube, wir wechseln gerade wieder. Nein, wir wechseln immer noch nicht. Doch, wir wechseln, wir wechseln, wir wechseln. Diesmal kriegen wir es hin, diesmal kriegen wir es hin, Leute. Diesmal. Guck mal das hier. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist gerade, aber ich bin in der hundertprozentigen Überzeugung. Ich, warte mal, es nutzt mir ja gar nichts. Ne? Ah. Ich mache bei ihr immer die gleichen. Oh Gott, es wäre geil gewesen, wenn es geklappt hätte. Es wäre geil gewesen, wenn es geklappt hätte. Schade, ich muss mich ganz ran.
unterschiedlichen Filmchen bei ihr. Ist das gewollt? Gegenstände. Oh, ich bin gerade so nervös. Ich brauche Weihwasser. Jetzt aber. Oh Gott, ich kann sie berühren. Ja! Bitte lass mich recht gehabt haben. Bitte lass mich recht gehabt haben. Das war einfach alles zu viel, als die Mädchen umgebracht worden sind. Man kann sagen, das war der, naja, letzte Tropfen. Ich nehme an, das ist das Erdbeben von damals. Forever. Alone. Someone
Habe ich sie jetzt erlöst? Ich glaube, du hast das nicht getan. Those words were too powerful for me. They were a curse. I did not want to die with him. I wanted to live with him. Oh. I feel as though the curse has finally been lifted. And so, I shall go alone. I'll let the dark current take me. Wait! Your glance has saved my soul. I leave my last thoughts with you. I am so glad it was you. Wie lange soll das jetzt halten, bis sie wieder zusammenbricht? Schwächen ohne Frage, aber ich fand's gut. Also, wenn ich es gerade mit 4 vergleiche, war 5 um Längen besser. Allein schon von dem Handling, der Steuerung her. Die Geschichte war deutlich spannender. Nicht, dass die Geschichte in 4 nicht auch spannend war, aber da gab es so viele Sachen, die so weird zu verstehen waren mit dem Erblühen und allem. Und ja, die Geschichten ähneln sich zwar jetzt in 4 und 5 schon ein kleines bisschen, weil es war klar, dass es am Ende darauf hinausläuft, mit der Priesterin zu kämpfen, um ihr zu helfen oder nicht. Warum ich gemacht habe, was ich gemacht habe. Also mein Gedanke dahinter war, sie betonen ja immer wieder, also sie haben in dem Spiel mehrmals betont, dass alles unter Wasser schlecht ist. Und ich habe gesehen, dass ich sie unter Wasser auch hätte berühren können. Aber ehrlich gesagt will ich gar nicht wissen, was dabei rumgekommen wäre, hätte ich es getan. Weil, wie gesagt, das Spiel hat mir mehrmals sehr deutlich gemacht, dass Berührung schlecht ist. Dass Unterwasser schlecht ist. Also wollte ich das
mit der hässlichen Gestalt da, bei der ich es gemacht habe, machen. Ich weiß nicht, warum es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Beim zweiten Mal zum Glück schon. Ich bin drauf gekommen, dass ich sie berühren kann durch den letzten Brief, den ich quasi gefunden habe. Und das war halt so der einzige Beweggrund, warum ich das gemacht habe. Einfach weil, wie gesagt, unter Wasser schlecht. Wollte ich nicht ausprobieren, was dann mit Yuri passiert. Scheint habe ich es richtig gemacht. Das heißt, sie hätte wohl zwei Enden gehabt, weil meine andere Option wäre ja gewesen, die unter Wasser zu berühren. Ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen, wenn ich ehrlich bin, weil die wird deutlich aggressiver als die andere. Oder anders aggressiv auf jeden Fall. Insgesamt, wie gesagt, Grafik war in Ordnung. Hier und da. Also man hat gesehen, Zwischensequenzen waren astrein, alles, kann ich mich nicht beschweren. Musik und Sound, alles gut. Ich finde die Soundabmischung leider sehr schlecht gewesen. Also die Stimmen waren zu leise, der Rest dafür zu laut. Merke ich ja daran, dass ich jetzt alles durch Camtasia jagen muss, damit ihr die Stimmen überhaupt hört. Aber ich fand alles so rund erzählt, bis auf Rens Geschichte, fand ich alles rund erzählt. Mio und Miku hätte man nicht gebraucht, aber ich glaube, sie wollten einfach nochmal jemanden aus... kommt da jetzt noch was? Da kommt noch was. Oh, die habe ich ja total vergessen. Klingt gemein, ne? Ich weiß. Oh, Ren ist wieder da. Don't get up yet. Stay there. You need to rest. Oh, come on. I'm not going anywhere. Just trust me. Er hat ja doch ein Happy End. No, er hat ja doch ein Happy End gehabt, Leute. Wie süß ist das denn? Vielleicht kann er aus denen doch noch was werden. Jetzt, wo er sich befreit hat von einer Vergangenheit, die noch nicht mal ihm gehört. Und das meine ich, das hat mich bei Rens Geschichte so gestört. Ich verstehe, dass da verschiedene Zeiten zwischen waren. Dass das alles ein bisschen so, ne? Alles sehr weit in der Vergangenheit gespielt hat. Und das Rennen natürlich dementsprechend nicht gewesen sein konnte. Aber sie haben mir zu wenig erklärt, in welcher Verbindung er zu Asu steht. War er eine Reinkarnation, weil er hatte nicht den gleichen Namen? War das eher einfach nur, sagen wir mal so, dass über Generationen einfach so gekommen ist, dass er den Namen nicht mehr getragen hat, weil den Namen gab es ja noch. Wir haben eine Asu in Teil 4 gehabt. I don't know. Da haben sie mir zu wenig gegeben, auch wenn seine Story durchaus sehr spannend war. Ohne Frage. Auch mit dem besten Freund war ich so ein bisschen so, ja gut, dann ist er halt tot. Ihr sagt mir zu wenig darüber. Da hat mich das Schicksal von Fuyuhu und Haruka irgendwie mehr mitgenommen, auch wenn man die beiden, also Fuyuhu, okay, geschenkt, ne, ist gestorben, aber Haruka hat man einfach vergessen. Haruka ist wieder auf den Berg gegangen. Anyway. Und wie gesagt, Mio und Miku war eigentlich überflüssig, hätte man nicht mit einbauen müssen. Ich glaube aber, sie wollten noch mal so eine letzte Hommage an Project Zero 1 geben und dafür geschenkt, dass sie das eingebaut haben. Ich fand Yuris Geschichte da wirklich am stärksten. Diese Auseinandersetzung mit ihrer Fähigkeit, dieses, wie ist die Verbindung zu meiner Mentorin, wie eng sind wir zusammen, wie leben wir zusammen, kann ich loslassen, will ich loslassen, soll ich loslassen, das finde ich deutlich viel interessanter. Ich bedanke mich für alle, die jetzt mit dabei waren. Ich meine, it is the end. Es wird gespeichert. Interessant. Ich finde es geil, dass man Fuyuhu hier sieht. Ja, mal sehen. Wir gucken jetzt mal, was ich hier am Ende habe mit... weiß Kimono, jetzt für Yuri verfügbar. Mehrfachgebiete jetzt für Yuri verfügbar. Mio's Zubehör ist jetzt verfügbar. Schmetterlingsobjektiv kann nun benutzt werden. Albtraumschwierigkeit. Alter, nein. Die geheime Episode Fremder im Regen ist jetzt verfügbar. Was ist denn bitte Fremder im Regen? Gibt es so 35% Episoden? Oh, Scheiße. Erster Faden. Ayane. What? Binde zum Muki. Oh.
Ist das sowas wie ein DLC? Dann mache ich mich mal schlau. Ich weiß noch nicht, ob das kommt. Mal sehen. Ich bedanke mich bei jedem, der bei Project Zero 5 dabei war. Sollten wir uns doch nochmal wiedersehen in erster Faden, werdet ihr es merken. Und ansonsten starten wir mit Project Zero 1 durch. Nach dem Teil. Wie gesagt, ich werde mich mal schlau machen, was das ist. Trotzdem, wie gesagt, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mit mir dabei wart. Dass wir das gemacht haben. Ich glaube, man hat deutlich gemerkt, dass Project Zero 5 mehr Spaß gemacht haben. Zwischendurch waren die Folgen ja auch deutlich länger als die 20 Minuten. Jetzt gerade zum Schluss, wo ich wirklich wissen wollte, wie es ausgeht. Mir hat es gefallen. Also ich fand's, von der Skala von 1 bis 10 so eine stabile 7. Ein paar Plotholes waren drin, aber die Plotholes waren nicht so extrem wie in Teil 4, wo ich sage nur die kleine Aso, von der wir niemals erfahren werden, was aus ihr geworden ist, weil Rico oder wie sie hieß, sie einfach vergessen hat, weil sie eigene Probleme hatte. Ja, haben wir zumindest für alle nochmal ein Ende. Wir haben sogar für Ren jetzt nochmal ein Ende gekriegt. Er ist heile nach Hause gekommen und er hat vielleicht eine Zukunft mit der kleinen Rui. Wobei ich die halt als Teenager ansehe, aber egal. I don't know. Er weiß jetzt definitiv über ihre Gefühle Bescheid. Er hat oft genug in ihren Notizen rumgeschnüffelt. Auch Yuri hat jetzt eine deutlich bessere Zukunft vor sich, jetzt wo sie mit ihren Fähigkeiten vielleicht auch umgehen kann. Dadurch, dass sie auch gelernt hat, damit jetzt umzugehen. Und sie hat ja auch ihre Mentorin zurück, die sofort zu ihr gekommen ist, als sie die Gelegenheit hatte, was ich auch sehr schön fand. Und über Mio und Miku brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Die werden... Ich verstehe Miku da jetzt ehrlich gesagt aber nicht, dass man eingebaut hat, dass sie voll die Rabenmutter im Grunde war und sich erst ganz zum Schluss für ihre Tochter entschieden hat. Gut, sei es drum. Also, habt einen wunderbaren Tag und haut rein.